Shimmering Sands eine Verbindung zum Meer hat. Ja, dass so viele Wasserstraßen miteinander verbunden sind, erschwert die Suche nach der Perle. Das ist das Problem. Wie es hier schimmert. Wir sollten uns den Wasserfall an der Wolkenbucht ansehen. Oh, und den lila See. Dort können wir alle lila werden. Gute Idee, Freunde. Warum teilen wir uns nicht auf? Wir könnten mehr schaffen. Ich meine, Wasser durchsuchen. Großartig. Ihr müsst wissen, ich habe den lila See noch nie gesehen. Oh, er wird dir gefallen. Draggle, wir rufen dich über das Muscheltelefon an, wenn wir was finden. Klingt gut. Chitri, fliegen wir? Natürlich. Bin bereit. Los geht's. Jetzt bin ich wieder eine Pflaume. Oh. Jetzt bin ich auch eine Pflaume, Puppet. Und ich finde es lustig. Die Farbe steht dir. Oder doch? Vorsicht, ich komme! So, und jetzt suchen wir nach der Perle. Was gefunden? Nein. Naja, vielleicht. Ich habe da unten etwas Schimmerndes gesehen. Ich tauche noch mal runter. Oh. Ja, hier ist Draggle. Keine Neuigkeiten vom lila See. Wir haben nichts gefunden, sind jetzt aber lila. Habt ihr was gefunden? Chitri hat was Schimmerndes gesehen. Taucht gerade noch mal runter. Gut, wir sind gleich bei euch. Wow, hallo Freunde. Ihr seht gut aus, so ganz in lila. Was hast du gefunden? Oh, leider, nicht die Perle. Nur einen weiteren Wunschstern. Oh, ich habe von diesen Sternen gehört, aber ich selbst habe noch nie einen gesehen. Ich glaube, da ganz oben am Wasserfall ist noch einer. Lasst uns hochfliegen, dann zeigen wir ihn dir. Von hier aus hat man eine wahnsinnige Aussicht. Seht, da ist das Polarparadies. Ist das das Schneeflockenreich? Oh, dort gibt es die süßesten tanzenden Schneeflocken. Es gibt dort auch warme Polarquellen. Das bedeutet... Eine weitere Möglichkeit, um nach der Perle zu suchen. Los, komm!